Und damit herzlich willkommen zurück zu Huntdown. Wir haben gestern den Sid Handsome erledigt und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Bad Boy Bob. Ein schöner Name, wie ich finde. Seine Kriminalakte verrät uns, dass er wegen Mordüberfall und Körperverletzung vorbestraft ist. Durch zahllose Kämpfe im Ring erlangte Bob seinen Ruf bei den Hoodlum Dorts. Gerüchte besagen, er hat noch nie einen Kampf verloren, da Bob nie fair kämpft. Na super, klingt ja nach einem sehr ehrwürdigen Gegner. Lassen wir uns mal überraschen, was das Spiel genau meint mit nicht fair kämpfen. Klettern wir erstmal über den Zaun hier. Was mir bei der Folge gestern aufgefallen ist, als ich mir die nochmal angeschaut habe, dass wir die drei Messer da oben haben. Das ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen. Na klar, jetzt gibt's schon Hunde. Müssen wir mal schauen, ob die jetzt dauerhaft da sind, ob man da einfach nur drei Stück generell hat. Ich werde versuchen, die mal zu werfen. Okay, die hat's wieder aufgeladen. Also scheint das unsere Spezialfertigkeit zu sein, das war mir nicht bewusst. Umso schöner, dass wir jetzt noch mehr Möglichkeiten haben, unsere Gegner zu vernichten. So, werfen wir doch gleich mal eine Granate. So war es eigentlich nicht gedacht, aber okay, ich habe jetzt auch nichts dagegen. Den würde ich trotzdem gerne mit der Granate erwischen. Na klar, jetzt werfen die auch schon Molotovs. Komm, erwisch ihn. Hey, geil, man kann den ja sogar wegkicken. Wieder was gelernt. Der erste Checkpoint kam relativ schnell. Ich kann hier nichts kaufen bei dem oder so. Ich denke mal, man könnte irgendwas mit dem anfangen. So, was haben wir denn hier oben? Ist die jetzt gepanzert? Na klar. Ach, voll reingesprungen. Okay, also wir haben Hunde, Molotow-werfende Gegner und gepanzerte Gegner. Anscheinend waren die ersten beiden Level für das Spiel bloß ein bisschen Tutorial und jetzt geht's hier erstmal richtig los. Alles kein Problem für uns. Maschinenpistole gönnen wir uns. Oh, was ist denn das? Wie, panzergeschützter Roller? Na klar. Wer kennt's nicht? Geiles Windschild auf jeden Fall, was Kugeln abhält. Werde ich mir auch zulegen für mein Motorrad. So, wie kriegt man die hier oben jetzt? Den können wir erstmal wegschießen. Ach, na klar. Oh, der Hund ist verbrannt. Ich freue mich natürlich nicht, bin tierlieber Mensch. Ah, verdammt, geh doch runter. Das war mehr Luck als Skill, was gerade eben passiert ist. Aber ich bin wenigstens ehrlich. Ah, nein. Medizin. Gab's hier vorne nicht noch Medizin? Nö, habe ich geträumt. Mensch, jetzt hau doch mal ab mit deinen scheiß Molotov-Cocktails. Wie viel haben die denn davon? Sehr schön, Kontrollpunkt. Ja, willst du noch 3 Kilometer werfen? Auf dem Parkplatz, weißt du. Kann man sich auch mal benehmen. Ah, kommen wir mit der Schrotti so weit? Ja. Unsere Rüstung ist fast hin, also die Deckung meine ich. Ah, verdammt. Oh nein! Ah, ich dachte, wir sind runtergefallen. Ich glaube, man kann gar nicht runterfallen. Gut. Oder nicht so gut, wir haben leider keine ordentliche Waffe mehr. Wie? Was denn jetzt? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Nein, lasst mich weg! Sag mal. Das Spiel meint es wirklich langsam etwas ernst mit uns. Kommt der nicht hier hoch? Oh, das tut mir aber leid für dich. Finger weg von meinem Diebesgut.
Gönnen wir uns erstmal das Diebesgut. Ah, was war denn das? Hä? Ach, na klar. Auch noch ein Motocross-Fahrer hier unterwegs. Und es hat mir fast alle Leben gekostet. Ah. Na, nur gut, dass er nicht hier hochkommt, obwohl er eine Enduro hat. Oha. Ey, der muss jetzt unbedingt hier mindestens zwei Medizin droppen. Ansonsten. Oha. Ansonsten war's das. Sehr schön. Zum Glück gibt's Checkpoints in dem Game. Checkpoints, genau. Das ist die neue Währung in England. Wir müssen aber das Diebesgut holen, also ich glaube, wir kommen da nicht drum herum. Vielleicht wäre es besser, wenn wir erstmal die ganzen anderen Gegner hier wegknallen. Und jetzt würde ich mir zuerst das Ding krallen. Gut, die haben wir. Medizin nehmen wir uns noch mit. Kommt der hier runter, ja. Hier haben wir erledigt. Jetzt die Frage, schaffen wir das vielleicht schnell genug wieder wegzuspringen? Ja, tatsächlich. Ja, jetzt hast du keine Chance. Das lief doch ganz gut. Ja, das war dumm. Läuft noch nicht ganz so gut wie gestern. Muss aber auch mal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen, denn ich habe auch tatsächlich gestern die letzte Folge aufgenommen und nicht weitergespielt, sondern heute erst. Okay. Ah, wie, der hat überlebt. Oh nein, der ist wieder mit dem Diebesgut weggerannt. Der hat doch volle Bude die Granate an den Kopf gekriegt. Wie könnte der das bitte überleben? Wir heben uns die Maschinenpistole mal auf. Unten ist er. Jetzt komm aber her, mein Freund. Nein. Diesmal kriege ich dich. Du Scheiße, was ist denn hier unten los? Holy shit. Ja, na klar. Och kommt, lass mich hoch. Lass mich hoch. Oh Mann, ey. Wenn das so weitergeht mit der Steigerung des Schwierigkeitsgrades pro Level, dann muss ich ab nächsten Level aufhören mit dem Display, mit dem Let's Play. Und treffen die sich dann eigentlich nicht selber? Man muss nur schnell genug auf die Tasten hämmern, dann geht das. Die AK nehmen wir natürlich noch mit. Medizin wäre ganz schön, oder ein Checkpoint? Das sieht nach Checkpoint aus. No Guts, No Glory. Ich glaube, das wird jetzt der Endgegner werden. Ich wusste es doch. Was hat er denn da an der Hand? Das werden wir sehen, wem hier die Fresse poliert wird, mein Freund. Na klar, was wirft denn der? Aber es hat mich nicht getroffen. Also können wir anscheinend drüber springen. Aber gut, wir können ihn von hier oben ja nicht weiter Schaden zufügen. Ich hoffe, er hört damit auf, sobald wir hier unten sind. Uah.
Nein, falsche Taste. Wollte springen. The Dolls with the Boards. Ich schieße deine Boards gleich sonst wohin. Was macht er jetzt? Achso, wieder diesen Bitch-Move. Natürlich, Verstärkung kommt auch noch. Ist ja noch nicht schwer genug. Ich fasse selber nicht, wie ich das gerade geschafft habe. Ich habe einfach auf alle Tasten gleichzeitig ge... Ach du Scheiße. Ja, jetzt hat er mich. Und zweimal gleich. Ach, hau doch ab mit deinen komischen Dingern hier. Wer hat dich denn erzogen? Ja. Und das war's. Oh je. Das können wahrscheinlich noch ein ganz paar Versuche werden. Ding. Schieß. Ach klar, gleich beim ersten erwischt, kein guter Start. Ah, ich dachte, er rollt. Ach Mensch, jetzt habe ich mich auf die anderen konzentriert. Nee, ist ja nicht übel, wenn ich gerade etwas ruhig bin, aber... Ich muss mich ja doch etwas auf das Spiel konzentrieren. Ja Mensch, da wird er immer schneller. Ich habe kaum noch Zeit zu schießen. Wie soll ich mich denn jetzt noch um seine Kollegen kümmern? Ach, scheiße. Nein. Nein. Und das war's. Oh, Mann. Alle guten Dinge sind drei, sagt man. Okay, vielleicht ist es wirklich besser, wenn wir ihn auch anschießen, sobald er sich da oben an dem Käfig hängt. Und da noch ein paar Hits kassieren können. Dann haben wir ihn vielleicht schneller tot. Und wir müssen auf jeden Fall auch öfter unsere Messer benutzen. Und jetzt wird er wieder so schnell. Ich glaube, da können wir es fast komplett sein lassen. Ja, du bist der Stärkste, indem du in den Käfigkampf gehst mit Schildmesser und irgendwelchen explosiven Fässern. Genau so siehst du schon aus. Fast so real wie ein Wrestling-Kampf hier. Komm, wir haben doch bald. Fang nicht an, noch irgendwelche weiteren krassen Sachen hier rauszukriegen. Kriegen, genau. Komm schon. Komm, jetzt gibt's noch mal Messer und das war's. Jawohl. Zum Glück. Stellt euch mal vor, wir hätten nur noch ein Leben gehabt. Wären wir vielleicht trotzdem noch gestorben jetzt. Okay, drei Tote, auch nur ein Diebesgut. War nicht die beste Runde. Schande auf mein Haupt. Aber es wurde jetzt auch wirklich ganz schön schwer, muss man sagen. Hätte ich gar nicht so erwartet. Also zumindest die letzten Level waren ja noch relativ easy, aber was jetzt an Gegnerhorden hier angerannt kam, Wahnsinn. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da. Nächste Folge kommt dann wieder morgen 19 Uhr und bis dahin. Ciao, ciao.